und hier vom Dach aus auch direkt gutes Teamspiel. Schön in die Zange genommen. Purple Haze kann sich nicht mehr hier zusammenfinden. Ja, das ist auch jetzt der Abstand wird immer größer, Also mittlerweile ist es nur noch Schadensbegrenzung für Purple Haze. Aber jetzt haben sie sich nochmal zusammengerauft, vielleicht. Also es ist noch nicht alles over, ja. Können noch auf jeden Fall ein Comeback starten. Hier Drax auch wieder am Healen, sehr schön. Und der Jim, der ist im Lagerhaus und kommt jetzt von hinten und könnte einiges reißen, wird aber direkt fokussiert hier von Entwill, kann aber nichts mehr tun. Das war gut. Also beide Teams werden stärker, aber das ist natürlich blöd, ne? Wow, also, perfekter Spawn für Team Purple Haze. Direkter Kampfabtausch, Schlagabtausch und großes Handgemenge hier. Windrunner finisht hier den Icarus und Sox finisht Purple Windrunner. Entweder also ein Sieg für Purple Haze in diesem kleinen Kampf. Sox springt ein wenig komisch rum. Ist jetzt wieder rausgekommen. Oh, und hat die Leute von hinten erwischt. Jetzt gehen sie wieder zurück ins Haus. Meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung. Ein bisschen defensiver spielen. Ich meine, die sind ja auch im Vorsprung. Brauchen jetzt nicht mehr so viel. Icarus kommt von hinten. Oh, das war eine schlechte Idee, alleine Stress zu machen. Ganz schlecht. Sox hilft aus. Und Entry kommt noch. Schöne Idee. Schlecht. Ist einfach, wenn man zu dritt auf einen Eingang schießt, dann kann man da einfach nicht durch. Ja, Sox auch tot, hat zwar nur einen geholt, aber Entrail stürmt einfach nach vorne ohne sein Team. Entrail hat schon gut Schaden genommen. Und nein, und hat einfach den Charge verfehlt. Ist tot. Windrunner schön wieder mit seinem Team agiert. Sox geht auch alleine rein. Das ist eine ganz schlechte Idee. Leute, das ist vielleicht war es doch nicht so eine schlechte Idee, wenn er jetzt noch die anderen beiden holt. Dann Entrail wieder dabei. Entschuldigung. Kriegt sie direkt vom Start. Gut. Sox kommt wieder hinterhergerückt und wird er es reißen? Er könnte jetzt einen guten Überraschungseffekt. Die anderen beiden sind vorne, so wie ich das sehe hier. Er könnte Traxau kriegen. Und er hat ihn bekommen. Schön. Ja, Yachiro hat der Sox auch bekommen. Das ist Wahnsinn, wie er alles wegfischt, ne? Also als Sox auf jeden Fall guter Einzelspieler, aber er sollte sich auch ein wenig mehr, also wie gesagt, die müssen sich ein bisschen mehr zusammenraufen, so wie es Earthworms hier getan haben, die ganze Zeit. Haben jetzt auch hier wahrscheinlich die Überhand, weil sie mehr HP haben, weil sie eben gespawnt sind. Der Jim hier, oh, fehlt ein bisschen und oh, ist tot. Sox, oh, das war nicht schlecht. Jetzt kommt zwar noch der Windrunner von hinten und finisht beide, wow. Wahnsinn. Also das war nicht schlecht, gut ausgedacht. Windrunner geht Entrail jagen. Wird er ihn schaffen? Oh. Entrail, schönes Schwertspiel. Aber er hat Probleme hier mit zwei Leuten. Sox kommt hinterher. Und schön gemacht. Och, er hat sich nochmal rausgedodged. Perfekt. Perfektes das Teamspiel. Das war nicht schlecht. Warum nicht gleich so? 3 Minuten. Das wird auf jeden Fall eng, wenn sie jetzt nochmal vorhaben aufzuholen. Man muss auch sagen, die Spieler sind bestimmt auch ein bisschen nervös. Das ist ja ihr erstes Spiel. Und sie sind die Einsteiger fürs Turnier. Da ist ja eine riesen Last auf ihnen. Auf jeden Fall. Hier, der Jim hier vom Dach aus kriegt aufs Maul von Sox mal wieder. Sox auf jeden Fall mit der Semi-Rifle gut unterwegs. Traxau kriegt wieder Schaden und ist tot. Entrail jetzt auch gut unter Beschuss und ist tot. Windrunner ist einfach hier, der hat auch schon 87 Punkte. Also der Windrunner, ich hab den jetzt nicht ganz so oft beobachtet, aber der auf jeden Fall auch gut am wegholen. Oh, Sox wieder gegen Yachiro und Traxau. Traxau heilt schön. Icarus Black hat es noch nicht ganz realisiert. Doch, jetzt schießt er auch mal. Entrail hier wieder am Eck. Hier von der Action Zone. Icarus hinter ihm. Team langsam im Stich gelassen. Dach einfach ist blöd hier, weil er hat die Semi-Rifle, aber die können sich immer hinter dem Dach verstecken. Traxau wieder schön am Healen hier, das ist wichtig. Aber das ist halt. Ist halt echt schon ein 15 Punkte Unterschied. Da müssen sie sich jetzt echt doch mal reinsteigern. Also das müssen sie auf jeden Fall noch. Also mit ein bisschen Pech könnte es sogar Earthworm schaffen, das Spiel frühzeitig zu beenden. Oh ja, stimmt, du hast recht, ne? Dann kriegen sie sogar extra Punkte. Das wäre natürlich nicht so gut für das gegnerische Team. Earthworms haben sich getrennt. Sox hier an der unteren Banane, die kämpft gegen den Windjaller und holt ihn.
Sox gegen die anderen beiden. Und? Aber das schafft er nicht. Das schafft er auf keinen Fall hier. Der wird unter Beschuss genommen und stirbt jetzt auch. Hat er dann auch ein bisschen Schaden austeilen können. Draxau hier mit Jim unterwegs auf der Banane. Entrail hat den Jump aufs Dach verbockt. Also, Vieh wird jetzt nicht mehr laufen. Wird wieder gehealt. Jetzt am Spawn-Mast. Hier rennt er dem Sox hinterher. Nee, hat ihn aber unterschätzt. Sox ist schon weitergesprungen. Und? Entrail wieder vom Dach aus. Das ist schön. Und da hinten, ja, da, hier, ne? Das Yachiro holt sich Entrail. Entrail hat sich Yachiro geholt. Sox hier stirbt leider. Entrail aber ist vom Dach ganz, also ganz gut positioniert. 6 Mann müssen sie noch holen. Hier die Earthworms. Kriegen jetzt noch einen. Also es könnte noch was werden. Also die geben sich jetzt bestimmt noch mal Mühe und da geht der Windrunner down. Unnötig, wie ich finde. Ja, Yachiro wird jetzt auch im Fokus genommen und wird jetzt sterben, weil der Sox einfach gut. Nee, doch nicht. Zieht sich nochmal zurück, aber der Sox zieht aber auch einfach unglaublich gut. Oh, da wird er von Entrail geholt, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Und ja, nur noch 4 Kills. 4 Kills in 30. Oh, das wird eng. 3 Kills. Also ist einmal noch das komplette Team in 26 Sekunden da auf dem Dach ist einer. Schießt doch, Mensch. Ich zweifle. Ist egal, ob der jetzt noch stirbt. Hauptsache 3 Leute. Jim versucht hier nochmal einen Jump irgendwie aufs Dach zu kommen, schafft es aber nicht. Und Windrunner hat sich keinen mehr geschafft. Knapp 10 Sekunden. Nee, sehr aber die brauchen nur 3 Mann. Die brauchen nur 3 Mann. Das schaffen sie nicht mehr. Schafft. Noch 2 Mann. 2. Das schaffen sie auf keinen Fall mehr. Auf der Banane läuft Sox noch weg. Ja, und das war auch schon das erste Spiel, so DM-mäßig. Ein perfektes Eröffnungsspiel, kann man nichts anderes zu sagen. Das war ein verdienter Sieg. Das Teamplay haben sie wirklich verinnerlicht. Das war echt schlecht, ja. Hier sieht man nochmal alle Spieler in einer Liste. Und hier sieht man einfach der Sox und der Windrunner, beide ganz weit oben. Windrunner ist auch stolz auf sich und macht hier sofort ein paar Emotes. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Match in Touchdown. Okay, bis gleich, Freunde. Bleibt Alter, dieses Boah. Wir sind wieder da und es geht direkt weiter mit Touchdown. Hallo, ich bin noch nicht da. Ein Moment, verdammt. Mach mal ohne mich, kurz. Ja, kein Problem, du steigst einfach rein. Windrunner hat den Ball, Windrunner rennt los. Er wird geheilt, schönes Teamplay wieder mal. Sox greift den Healer an, schön. Windrunner, renn. Was machst du, renn, los. So, ich muss mal kurz runterzählen. 3, 2, 1, go. So, und ich jetzt auch hier im Geschehen. Ikarus schön die Mauer errichtet und... Und Windrunner macht den ersten Punkt. Perfekt bin ich zum ersten Punkt gekommen. Ja. Und das heißt hier ein Punkt für Earthworms, ne? Was für ein Start, es ist unglaublich. Ich habe ihn total verpasst, Mann. Die Leute sollen nicht so schnell Go machen. Ich krieg die Krise. Wichtiger ist, die sollten auf die Kommentatoren warten. Ja, mach einfach mal Go hier. Als wäre niemand oder so. So, wer hat den Ball? Hier, Sox hat den Ball, wird aber aufgehalten von Jim und Windrunner und wird es gleich auch fallen, denke ich. Obwohl, er rettet sich nochmal. Aber er rennt in die falsche Richtung. Ich meine, zurück in seine eigene Base, das ist mies. Nee, er war schon ganz gut. Also jetzt hat er auch länger überlebt und Gegner ein bisschen verwirrt. Aber er hat einfach keine Leute bei sich. Ja? Er braucht jetzt irgendwie ein paar Teammates, sonst wird das nichts. Sonst kann er sich das abschminken. Ich weiß nicht, wer hatte die Mauer? War das Windrunner? Ikarus Black. Ach ne, Windrunner hatte die Lasergang, okay. Oh, unser Traxau hat sich den Ball geschnappt. Er rennt los. Ikarus hat die Mauer errichtet. Na, da die Mauer zu errichten war irgendwie sinnlos. Weiß auch nicht, der sollte vielleicht ein bisschen mehr deffen oder so. Traxau jetzt hier am Schild, hier im mittleren Ring unterwegs. Geht hoch. Oh nein, wird aufgehalten. Jim ja, jetzt hier auch alleine und wird nicht weit kommen, denke ich. Sox hält Jim auf. Nein. Doch, der Windrunner räumt gut auf hier von der Seite. Und das könnte was werden, wenn die sich hier zusammenraufen. Dann könnte was werden. Springt noch ein bisschen. Muss jetzt gleich chargen. Muss jetzt gleich schaden und schafft perfekt. Es. Perfekt. 2 zu 0. Das war geil, ey. Jim auf jeden Fall hier mehr auf, die haben ja jetzt schon Deathmatch so gut aufgeräumt. Und wenn sie jetzt auch noch so gut aufräumen in Touchdown, dann weiß ich nicht. Das war so eine komplette Klatsche hier für Purple Haze. Entweder stürmt nach vorne, aber sein Team geht zurück. Das sieht man einfach auch hier an Earthworms. Sie sind einfach schon zusammen vorne gewesen, hier mittel im Rücken. Entweder